Ich tu mal das hier. Ich habe da ein paar Gaming-Playlists bei Epidemic Sounds, die man sich so mal anhören kann. Und jetzt hören wir uns mal die an. So. Dann hier. Und jetzt hatte ich... Ernsthaft, willst du mich verarschen? Schon wieder? Also, wenn einem das Glück beschallen ist, dann mir, ne? Beschallen? Gegeben ist, würde doch das heißen. Meint er ja. Einem gegeben ist. Wenn einem das Glück gegeben ist, ne? Ich muss das... So. Und jetzt bitte einmal... So rüber. Dann ist das geregelt. Das ist geregelt. Dann kann ich hier noch das anpassen. So. Und dann sind wir eigentlich mal fürs Erste, würde ich schon fast sagen, fertig. Dann können wir es uns mal genauer betrachten, was wir kredenzt haben. Weil es sollte meiner Theorie nach dann nichts fehlen, was dem Betrieb der Stadt im Wege steht. Gut, dieser Hick, der ist jetzt gerade ein wenig unschön, aber come on, lassen wir. Dann hier würde ich das mal, ne, schön, darf nicht zu schnell, muss mir das einprägen, so. So. Dann hier einen Radius, nein, zuerst auch noch auswählen, so. 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 Jetzt ist das... ja, ich hab's mir fast gedacht, dass das so ein wenig Auf- und Abspielerei sein wird. Jetzt muss ich schauen, dass ich das irgendwie vernünftig noch hinkriege. Nein. Dann fange ich jetzt schon mal ein wenig an mit den kurvigen Sachen. Weil früh lernt sich. So, dann einmal... bis hierhin. So. Also Kurven gehen bisweilen sehr gut. Dann würde ich hier noch eine Gerade durchziehen. Und die wieder im Winkel zu dem. So wie der im Winkel zu dem. Genau. Und da haben wir auch schon wieder die nächsten Ab- und Auffahrten. Dann passt das. Die kommen so durch, die kommen so, der kommt ganz hinauf. Das ist mir eigentlich hier Nee, den mache ich. Boah, doch nicht. Das ist etwas, was ich nicht toll finde, wenn das immer hin und her swiped, wie es sich gerade beliebt. Zwei weg, einer kommt. Soll passen. Hat ja mehrere Auffahrten. Hier noch eine Abfahrt. Jetzt müssen wir vom Bus
System, in den Gegenbus-System das integrieren. Ach du Jemine. Also hier habe ich das so gelöst. Hier könnte ich das in zweierlei Sachen lösen. Einerseits, ich nehme mir die, sag Hallo einmal und gehe von Jupp. Ja, entweder oder. Das gefällt mir ja noch weniger so. Geh mal bis hier. Und bis hier. Habe ich jetzt das Richtige überlegt? Nein. Ich müsste das bis hier machen, damit das vom System her klappt. Und zwar bis hier und dann runter. So. Genau, weil dann kann er einfach einbiegen, die können einfach ausbiegen und kommen hier schon auf den. Also den hätten wir sozusagen mindestens einmal schon angeschlossen. Aber das genügt mir eigentlich auch. Wichtiger wird es jetzt dann sein, den hier anzuschließen. Das heißt, ich reiß mal das Stückchen ab, damit ich mir hier... Nein, das wollen wir schön haben. Ja, wie gesagt, das mit dem Pinsel, das ist eigentlich schön umgesetzt, aber hat noch so seinen Denkfehler drin. Ich gehe hier nach unten und gehe hier nach oben. Und dann gehe ich mit der Linie wieder so rüber. Genau. Jetzt ist das Einzige, was wir möchten noch. Genau. Einmal möchte ich das hier und einmal hier und ich möchte den einmal verkehrt und dann putzen wir dieses Eckchen hier raus. Dann hat es hier halt so eine kleine Wendestelle und dann soll das eigentlich am Ende alles wieder schön sauber aussehen. Und das gleiche machen wir auch hier hinten schon einmal. Dann würde ich hier einfach noch rauf, runter, rauf, runter, rauf. Ja, da muss ich schauen, wie ich das hinkriege. Oder ob ich das überhaupt mache, das ist dann wieder die andere Frage. Jetzt gedanklich bei der Sache, aber falscher Ansatz. So. Dann nehmen wir den und einmal. Da müssen wir ein klein wenig auffüllen. Den Dreier und perfekto mundo. So.
Jetzt haben wir den hier. Ich denke, der so. Genau, wenn man den einfach so macht, dann kommt er schon automatisch. Der dürfte jetzt nicht automatisch kommen. Überprüfen wir. Ja, da war noch zu viel Erde. So. Dann mache ich zuerst den hier, der geht drauf, dann geht der hier runter. Ja, da hat es ein Stück zu viel weggenommen der Erde. Und ich möchte den bitte. Was hat's mir jetzt? Jetzt hat's mir es komplett falsch kredenzt. So. Wenn ich den so mache, dann muss er mir einfach in die andere Richtung. Das ist. Nein! Dann mache ich das so, dann macht es mir irgendwas Komisches. So sieht es schon mal besser aus. So. So. Jetzt der Kollege. So. So. Dann sieht das hier in der Mitte sauber aus. So hätte ich das gerne. Ganz genau. Schade, dass man nicht gewiss Ampeln noch miteinander verbinden kann. Dass die da so ein wenig, ja, verbunden, connected. Also das heißt, das gab es in... Jetzt bin ich mir unsicher, Train Fever oder Transport Fever 1, wo man verschiedene Stationen miteinander verknüpfen konnte und gesagt hat, okay, ihr alle seid eine Station. Das würde ich mir wünschen, würde hier für Straßen gehen, weil dann könnte ich sagen, okay, die und die gehören zusammen, also kannst du hier schalten, brauchst du den nicht, hast aber den hier. Ich glaube, ihr versteht, wohin ich hinaus will. Was eigentlich da so ein wenig, ja, nicht gerade direkt Kritik, aber noch eine verbesserungswürdige Sache ist. Vielleicht kommt das auch irgendwann mal per Modding dazu. Kann auch sein, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was es aktuell für Mods gibt, weil ich habe schon gehört, irgendwie so Ampelschaltungsmod und Abbiegespuren, dass der sehr früh kommt, war mir persönlich bewusst und klar. Also der war, also vor allem im Vorgänger, war der zum Teil existenziell. Also da war wirklich eigentlich schon die Existenz der Stadt davon abhängig. Weil manchmal hat es einfach wirklich sowas von null und nichtig Sinn gemacht, was die einem zusammengeschalten oder zusammengefahren hat. Und das gefällt mir nicht ganz. Den hätte ich noch ein klein wenig schöner gestaltet. So. So, dann passt das halbwegs. Und jetzt machen wir den wieder hinauf. Den wieder hinunter. Nicht schlecht. Ganz kleine Anpassung. So. So, dann können wir den anpassen. Yep.
Dean, oder jetzt heißt es Fingerspitzengefühl. Sonst hat man da schon viel zu viel wieder. Ah Mist, da hätte ich noch zuerst so anpassen können. Noch ein klein bisschen. So. Jetzt heißt es den Kollegen der passt nicht da oben. So. Ja, das kann man sein lassen. So, da schön das schön rausputzen, hier noch versenken. Dann sieht das doch. Es, ja, das mit den Ampeln ist hier jetzt eigentlich eine ziemliche Vollkatastrophe, um ehrlich zu sein. Warte mal, man konnte doch bei den Einstellungen. Ah, jetzt muss ich aufpassen. Den und den weg. Den weg. Den hin, den weg. Den weg, den kann weg, der kann weg, der kann weg. Das sollte gehen. Nein, der kann eigentlich auch weg. Dass wir da möglichst einen Fluss haben, den dafür behalten. So. Da. Und da weg. So, jetzt haben wir das gemacht. Wir haben das gemacht. Wir haben da gemacht. Hier haben wir es gemacht. Und da lasse ich das mit dem einen Stückchen. So, dann würde ich sagen, wir lassen das mal wirken. Ich würde... hier mal noch so, das würde ich mal machen und dann können wir jetzt das laufen lassen. Yep. So, da kleines Tick. Und dann würde ich sagen, muss ich zuerst das mit den Parkplätzen schauen. Und zwar, wo kriegen wir die am besten? Kriege ich zwei nebeneinander, ja. So. Dann noch nein, ja, das geht hier nicht. Das darf auch ruhig so sein, dass das halt nicht geht. Das ist wiederum ärgerlich. Den hier kann das. Können wir das mogeln? Nein, das können wir auch nicht mogeln. Dann würde ich... den doch hier weg. Wie habe ich die Straßen? Nee, das würde ich belassen. Von dem... das ist zu groß. Dann würde ich hier... das ist... sehe ich auch nicht. Dann würde ich das einfach hier so
mittig mal noch so machen. Und weil wir halt sehr viele Parkplätze brauchen, weil es halt sehr viele Autos gibt, müssen wir halt dementsprechend Parkhäuser bauen. Da. So. Dann jetzt ist die Frage. So. So. Da muss ich mal kurz intervenieren. So. Da geht's. Bitte geh, bitte geh. Wir kriegen das schon hin. So. Jetzt. Nein. Wieso hat es jetzt ein. Ah. Ungültig wegen dem hier. Dann das mal weg. So. Dann machen wir die vierspurige bis hier. Können hier noch den breiten Gehweg in die Mitte setzen. Machen die Parkmöglichkeiten. Oh nee. Oh nee. Fuck. Warte, machen wir es anders. Den Breiten geht nicht. Kann ich. Geht auch nicht. Ah, das ist doof. Das ist doof. Und ich möchte den eigentlich nicht abreißen, wegen. Ja. Wegen der Verbindung. Bitte komm, bitte komm. Bis hier geht's ja schon mal. Oh, so geht's. Huh. Gerade noch so Glück gehabt. Und jetzt eigentlich den weg. Dann kann ich den mal. So und so. Dann hat es hier. Und den. So. So, dann ist es. Ja. Man kann sich streiten. Man kann sich streiten. Ob das jetzt gut oder schlecht aussieht. Und den würde ich. Hier. Jetzt geht's. Weshalb? Ich verstehe es nicht. Wenn ich den ganz ransetze, dann ging er nicht. Aber wenn ich. Ja gut, mir soll es jetzt recht sein. Also wenn er findet, okay, ich mache das so und so, dann go for it. So. Nein. Und hier, wie geht das? Ja, das geht hier schon eher. So. So.
Dann kann man hier so das machen. Das gleiche mache ich hier. Dann kann man das eigentlich hier durchziehen. Dann haben die da die Möglichkeit. Hier ist es schmäler. Genau, das geht dann nicht. Aber passt schon. So. Und ich mach. Hier einfach so Querverbindung. Hier kann einfach mal ein wenig hingegangen werden. Gegangen werden sein, hätten, täten, tun. Nee, das reiße ich wieder ab. Hier kann ich das wiederum noch eher gebrauchen. Einmal um den ganzen Apparat herum. So. Und so, bis hierhin. Das mal so. Das kann ich den so. Ja, bis hierhin geht er. Dann kann ich hier noch. Dann können sie. Ja gut, der ist eingezäunt, ne? Gut, ich weiß nicht, wie klug die KI ist. Vielleicht sagen sie, ja, der Zaun, der stört mich nicht, da klettere ich rüber und passt schon. Das kann natürlich alles sein. Aber ich würde sagen, jetzt hätten wir es mal fürs grobe Erste. Jetzt heißt es hier noch. Einmal hier und einmal hier nach unten. So, Schulen sind dort. Jetzt laufen lassen und hoffen, dass da nicht komplettes. So. 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 Dann hier und hier noch. Wohnhäuser. So, so, so. Dann mache ich hier mal noch da mache ich große da mache ich große und eine kleine so hier unten und jetzt mal schauen wie das kommt, weil es sind halt. Ihr seht, das sind nicht gerade wenige und ich weiß nicht, wohin die überall gehen möchten. Aber es wird zumindest wieder gebaut. Wir sehen die Bevölkerung. Wir waren vor dem Absturz, bevor ich das mal kurz laufen gelassen habe, roundabout 60.000 und ein paar zerquetschte, meinte ich. Und jetzt sind wir bei 30.000, also wir haben da die Hälfte noch. Finanziell sieht's gut aus. Jetzt heißt es halt nur, mich nimmt es jetzt eigentlich noch am meisten Wunder, wohin gehen eigentlich all die Personen. Was wir brauchen. Gut, ich habe es jetzt mal ein Weilchen laufen gelassen.
Das ist die Eisenbahnlinie. Ich brauche die Busroute.